Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir zurück. Wieder mit einer kleinen Rezension. Und ich muss euch allerdings sagen, ihr werdet ein bisschen Pech haben, wenn ihr das Spiel gierig findet. Dann müsst ihr euch auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Es gibt es nämlich schon eine ganze Weile nicht mehr. Seenot im Rettungsboot vom Argentum Verlag, ein basisdemokratisches Katastrophenspiel von Roland Wettering. Auf Englisch heißt das ganze Ding Lifeboats, und zwar ist das auch eine bilinguale Version, das heißt, deutsche Regel ist drin und eine englische Regel ist auch drin, wobei das Spiel selbst komplett sprachunabhängig ist und damit auch von Kindern gespielt werden könnte. Von 3 bis 6 Spieler, ab 12 Jahre, 90 Minuten Spieldauer. Wenn ihr es mit ein paar Leuten weniger als 6 spielt, dann dauert es auch sicherlich nur so um die 60 Minuten. Geht auf jeden Fall ganz gut ab. Worum geht's? Die Santa Timea, wir sind alle auf dem Schiff unterwegs, das ganze Ding läuft klassisch auf dem Riff. Wir springen alle in die Rettungsboote und müssen dann versuchen, an Land zu kommen, damit unsere Matrosen und unsere Steuermänner uns da am Ende Punkte geben. Kernmechanismus ist so ein demokratischer Abstimmungsmechanismus, wo wir verdeckt Karten legen mit entsprechenden Farben unserer Mitspieler oder der Boote unserer Mitspieler, und dann drehen wir die Dinge halt eben um und dann schlagen wir Lecks in Boote, dann muss ein Boot fahren, dann steigen wir in den Booten wieder um und so weiter, dass sich das ganze Abstimmungsgleichgewicht in den jeweiligen Booten irgendwie verändert. Und ich kann nur sagen, uns hat das ganz, ganz, ganz viel Spaß bisher gemacht, trotz des miesen Themas. Das sollte man da vielleicht ein bisschen außen vor lassen. Sicher ist irgendwie mehr zu ertrinken jetzt nicht so das Ultra-Favorite-Game oder Thema eher gesagt. Aber ich glaube, da gibt es ja ganz andere Sachen, und ich wollte euch das trotzdem mal zeigen, weil es wirklich ein richtiger Renner gewesen ist bei unserem Boardgame-Digger Brettspielwochenende. Ja, in dem Sinne, dauert auch gar nicht so lang, zeige ich kurz, wie das ganze Ding funktioniert. Viel Spaß. So Leute, hier seht ihr auf jeden Fall den Spielaufbau, der ist auch mal ruckzuck gemacht. Ich habe jede Spielerfarbe mit den entsprechenden Karten einfach hier in so einem Tütchen immer drin. Spielbrett hinlegen, die Wassersteine bereitlegen, dann bekommt jeder Spieler seine Meeples, so ein kleines Scheibchen hier und ein Kartendeck. So. Startspielerstein und die Boote. Ich habe jetzt einmal aufgebaut für 4 Spieler. Das heißt, Orange spielt nicht mit und Grün spielt nicht mit. Das können wir zur Seite legen. Das schwarze Boot, das ist keine Spielerfarbe. Das ist so ein Nicht-Spielerboot, was auf jeden Fall immer mitspielt. Das wird dann einmal hier hergelegt. Ihr macht einen Startspieler aus. Ihr bekommt quasi den Startspieler-Token und darf dann das Boot seiner Farbe, wir nehmen jetzt mal an, das wäre jetzt rot, als erstes hier auf einen dieser Slots setzen. Ihr seht hier diese Ausrundung mit den Wellen. Und zwar hier geht das Schiff unter und hier starten wir. Es gibt hier hinten 3 Inseln. Auf der rechten Insel ist jeder Steuermann, der hier drüben ankommt, 7 Punkte wert. Und jeder Matrose 5. Hier 6, 4 und hier hinten 8, 6. Also ganz links ist natürlich am lukrativsten. Natürlich weiß das auch jeder eurer Mitspieler. Ich würde sagen, wir packen das Ding jetzt einfach mal hier hin. Dann wäre in Zugreihenfolge, wir gehen natürlich im Uhrzeigersinn, gelb dran. Gelb setzt sich hier hin. Dann wäre, das hat lila dran, der setzt sich hier hin. Und dann ist weiß dran, der setzt sich dann hier hin. Und das schwarze Boot darf der Startspieler dann nochmal setzen. Das setzt er hier noch mit auf die Seite. Gut. Dann beginnt beim Startspieler, dürfen wir in diese Boote einsteigen, und zwar immer jeder einen seiner Meeple. Dazu gibt es hier einmal die großen, der Steuermann und der Matrose, das sind die kleinen. Wir haben insgesamt 5 kleine und 2 große. Dann suchen wir uns einfach irgendein Boot aus, das muss auch nicht unsere Farbe sein, da dürfen wir unsere Matrosen reinsetzen. Das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. So, alle Boote sind besetzt, dann haben wir hier noch diese kleinen Scheibchen, die legt ihr einfach vor euch ab. Das ist, damit ihr wisst, welche Farbe ihr habt, und wichtiger noch, damit die anderen Spieler wissen, welche Farbe ihr habt, wenn es bei den Abstimmungen nachher um die Wurst geht. So, legen wir das einmal ganz kurz hier hin. So, grundsätzlich, das Spiel ist in 3 verschiedene Phasen unterteilt. Und zwar geht es hier immer um eine Abstimmung. Jetzt müssen wir mal kurz unser Deck hier durchgucken. Orange spielt nicht mit und Grün spielt nicht mit. Das sortieren wir einmal hier aus. Orange und Grün auch einmal hier raus. Orange und Grün
diesem Deck raus und orange und grün aus diesem Deck raus. Ihr seht schon, alle vorhandenen Farben inklusive der schwarzen sind auf jeden Fall hier drin. Und außerdem haben wir noch 3 Kapitänskarten. Erste Phase des Spiels, erstmal um einen kleinen Ablauf zu geben, ich kann die ganzen 3 Phasen kurz sagen. Wir schlagen ein Leck, das über eine Abstimmung, dann fahren wir mit dem Boot und dann müssen wir innerhalb der Boote quasi umsteigen. So, eins nach dem anderen. Als erstes Phase schlagen wir ein Leck. Dazu wird jetzt einfach eine Abstimmung gemacht. Abstimmungen laufen immer folgendermaßen, dass jeder verdeckt eine Karte legt. Angenommen, ich möchte jetzt hier als, was ist das jetzt? Ich muss kurz gucken hier. Ich bin jetzt der gelbe Spieler und würde sagen, ah, hier habe ich ja überall Leute drin. Ich möchte, dass das gelbe Boot Leck schlägt. Der rote möchte am besten, hat überall jetzt irgendwelche Leute drin. Das heißt, es ist ein bisschen heikel. Er möchte am liebsten das schwarze, weil hier ist eh nur ein Slot frei. Dann nimmt er das schwarze. Der lilane möchte auch gerne das schwarze. Und der Weiße sagt, boah, ich möchte gerne das lilane. So, dann werden die Karten alle gemischt, danach werden die quasi aufgedeckt, oder beziehungsweise werden gar nicht gemischt, kann jeder einfach seine Karte dann umdrehen. Und dann wird geguckt. 2 Stimmen gibt es für schwarz, das heißt, das schwarze Boot schlägt Leck und packt jetzt hier ein Wassertoken rein. Das ist jetzt soweit noch nicht schlimm. Tun wir jetzt einfach mal so, als hätte das das Boot hier oben einmal Leck geschlagen, das gelbe Boot. Ja, dann müssen wir mal jetzt kurz das Ding wieder rausnehmen. Als hätte das gelbe Boot Leck geschlagen. Jetzt natürlich das Problem, wir können hier kein Wasser reinmachen. Das heißt, es dürfen jetzt alle noch eine zweite Abstimmung machen, allerdings nur die Spieler, die mit im Boot sitzen. Das heißt, Rot, Weiß und Lila. Es darf natürlich am Tisch wilde Absprachen getroffen werden. Nee, stimmt für mich, stimmt und so weiter und so fort. Man muss sich, kann alles absprechen und man muss sich hier an gar nichts halten. So, und dann legen die jeweiligen Spieler einfach dann die jeweilige Karte, wo sie möchten, dass der Spieler rausgeworfen wird. So, das heißt, wir tun jetzt mal wieder so, Weiß möchte, dass Rot aussteigt. Rot möchte, dass Weiß aussteigt. Und Lila sagt, ja, ich möchte auch, dass Rot aussteigt, aber legt dann quasi die weiße Karte. So, dann wird wieder aufgedeckt. Einmal Rot, 2-mal Weiß. So, jetzt wird geguckt, wie viele Leute haben wir an Bord. Jeder Matrose hat eine Stimme und jeder Steuermann hat 2 Stimmen. Das heißt, es gibt jetzt hier 2 Stimmen gegen Rot und dann gibt es hier 1, 2, 3 Stimmen gegen Weiß und nochmal 2 Stimmen gegen Weiß. Das heißt, der Weiße muss raus. Das ist natürlich umso ärgerlicher, weil das hier so ein Steuermann ist mit 2 Stimmen. Bupp. Und dann wird er quasi aus dem Boot rausgeschmissen und ist auch raus aus dem Spiel. Ihr versteht, wie das läuft. Gut. Nachdem das gemacht worden ist, müssen wir wieder eine Abstimmung durchführen. Und zwar, welches Boot einen Schritt nach vorne fahren darf. Das machen wir wieder so. Einfach tralala hopsasa. Die Mehrheit der Karten. Dann fährt das ganze Ding wieder nach vorne. Bei dem Gleichstand entscheidet übrigens der Startspieler, welches der Boote fahren darf, die am Gleichstand beteiligt sind. So kommen wir auf jeden Fall dieser Insel hier mal einmal näher. Wir müssen hier 1, 2, 3, 4 und dann können wir hier hinten die Matrosen absetzen. Alle Matrosen, die hier am Start sind, die geben dann die Punkte. Ihr nehmt einfach das Boot und stellt das dann hier hinten auf die Seite. Dann wisst ihr für die Endwertung, wo was auf jeden Fall am Ende steht. Ihr könnt die auch hier an die Seite stellen, wie auch immer. So, beim Leckschlagen, immer nachdem ein Leck geschlagen worden ist, muss man nämlich gucken, befindet sich mehr Wasser als Personen im Boot, geht das komplette Boot unter und wird komplett aus dem Spiel genommen. Also das muss man schon gucken. So, nachdem das Boot dann gefahren ist, wir haben ja gerade eben getan, das wäre so, kommt dann die Aussteigephase, beginnt mit dem Startspieler, muss er aus einem seiner Boote aussteigen. Das wäre jetzt in dem Fall, ich weiß gar nicht, was hier eben stand, tun so, als wäre es jetzt rot. Das heißt, Rot sagt, ah, ich bin hier so schwach in dem Boot, ich steige aus und stelle mich quasi hinter das Boot. Dann der nächste in Reihenfolge wäre jetzt Gelb. Der Gelbe sagt, oh, ich steige hier aus. Der Lilane steigt hier aus. Und der Weiße steigt hier aus. Aus jedem Boot darf maximal einer aussteigen. Ja, das heißt, der Weiße könnte nicht jetzt auch noch hier aussteigen, weil der Rote schon da gewesen ist.
würde das nicht mehr gehen, dann dürften die Letzten halt eben sitzen bleiben, falls kein Slot mehr frei ist, wo man sich irgendwie hinstellen kann. Und dann in umgekehrter Reihenfolge, also von hinten, der Weiße muss jetzt umsteigen in ein anderes Boot und sagt, ich springe jetzt quasi in dieses Boot hier rein. Der Rote springt in dieses Boot jetzt rein. Nee, Quatsch, wir müssen erst den Lilanen machen. Der Lilane springt in dieses Boot jetzt rein. Der Gelbe springt in dieses Boot jetzt rein. Und der Rote springt in dieses Boot jetzt rein. Hier kann es auch passieren, dass dann alle Boote schon voll sind. Ich darf hier nicht wieder einsteigen und ist kein Platz mehr in den Booten. Das wird später auch passieren, wenn mehr Lecks quasi in diesen Booten drin sind. Ich tue mal so, als wäre das jetzt so. Dann habe ich natürlich auch in die Hose geschissen und dann ist er auch raus und verlässt quasi das Spiel. Das ist im Endeffekt alles. Nach dem Einsteigen wechselt quasi der Startspieler und dann geht das ganze Ding von neuem los. Es wird wieder ein Leck geschlagen, dann wird wieder gefahren und dann müssen wir wieder umsteigen und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Regeln. Eine wichtige Sache haben wir noch. Wir haben gerade eben auf den Karten hier die Kapitäne gesehen. Jeder hat davon drei Kapitäne und bei einer Abstimmung darf man auch einen Kapitän legen. Ist man der Einzige, der einen Kapitän gelegt hat, entscheidet man ganz alleine, unabhängig. Da sind die anderen Stimmen alle ungültig. Aber als Kapitän dürfen wir willkürlich entscheiden, was wir machen. Allerdings legt jemand anders auch einen Kapitän, dann negieren die beide sich und dann werden die auch aus dem Spiel rausgenommen. Unabhängig davon, ob der gezündet worden ist oder ob der halt eben fehlgeschlagen ist. Jeder hat nur drei Kapitäne, mit denen er muss bis zum Ende des Spiels einfach haushalten. So, damit gehen wir jetzt mal zum Fazit. Ja Leute, Seenot im Rettungsboot. Wenn wir das ganze miese Thema jetzt einfach mal über Bord werfen, weil natürlich ist es irgendwie kein Spaß, glaube ich, wenn man aus dem Boot geschmissen wird, um dann irgendwie zu ertrinken. Da sieht man auch mal wieder so ein kleines bisschen, dass man sich früher vielleicht nicht so viele Gedanken irgendwie um irgendein Thema gemacht hat. Wir hätten das ganze Ding bestimmt auch in ein anderes Thema damals verpacken können, anstatt dass wir Matrosen aus Rettungsbooten rausschmeißen, die dann irgendwie ertrinken oder so. Nichtsdestotrotz, lassen wir das Thema einfach mal über Bord. Haben wir hier wirklich ein bitterböses, demokratisches Spiel, was den Reiz ausmacht. Du brauchst natürlich Leute, die sich gut miteinander verstehen oder die dann auch nicht böse sind, weil es wird hier gelogen, es wird hier betrogen, es wird sich verbündet und im gleichen Atemzug wird wieder das Verbündnis gebrochen und du bist schon unterm Tisch, den Nächsten am Treten, damit er gleich für dich hoffentlich abstimmt, was er dann natürlich einmal macht und sagt, ich habe noch zwei gut und dann fällt er sofort wieder in den Rücken und dein Steuermann wird ab und dann säuft dein ganzes Boot ab und so weiter und so fort. Einfach richtig nices Spiel vom Spielerischen her. Ich finde, es ist auch ein kleines bisschen mehr als ein Absacker, weil es dauert schon eine kleine Weile, das irgendwie dann so zu spielen. Allerdings hat es natürlich die Pluspunkte, dass du die Regeln schnell erklärt hast. Ich finde, das Material ist auf jeden Fall auch alles ganz schön mit diesen Booten. Und es ist halt auch einfach irgendwie thematisch, finde ich. Also durch Thematik fühlt man sich ja auch immer ein bisschen schneller mit irgendwelchen Spielen verbunden und das schafft das Spiel ja auf jeden Fall ganz gut. Es ist natürlich ein bisschen schade, das ganze Ding ist out of print. Ihr bekommt es halt nur noch über den Gebrauchtmarkt, da müsst ihr einfach die Augen mal offen halten, wenn ihr interessiert seid. Ich weiß auch, wir haben es am Digger-Wochenende, habe ich das gespielt. Das ist übrigens das ehemalige Exemplar der Mäusels. Als ich beim Regalbesuch, kleine Story dazu, da gewesen bin, habe ich mir das Spiel da gesehen und ich vorher schon gespielt, gab es schon nicht mehr und die haben es mir dann verkauft, damit es jetzt den Weg in meine Sammlung finden konnte, wo es auch sicher bleiben wird. Aber auf dem Liga-Wochenende haben wir das gespielt und viele Leute wurden angefixt und haben sich das ganze Teil auch gegönnt. Es ist die Neuauflage, es gab das ganze Spiel nochmal schon früher irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie es hieß. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal unten drunter für die anderen. Vielleicht hat man da die Chance, noch ein etwas älteres Spiel zu bekommen als das, für einen Schnapp, wenn man da Bock drauf hat, weil wie gesagt, im normalen Handel ist es leider Gottes nicht erhältlich. Aber weil es in letzter Zeit so gut weggekommen ist und so viele Leute damit Spaß gehabt haben, wollte ich euch das ganze Ding trotzdem zeigen. Und da kann der Sergio auch ein bisschen stolz sein, weil es ist halt eben auch ein altes Spiel, was sicherlich auch noch in ein paar Jahren an Zeitlosigkeit dazu gewinnen wird. In dem Sinne, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und in dem Sinne
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.